Sie befinden sich auf der Seite Eigenbedarfskündigung für Miete und wir sind jetzt an dem Prüfungspunkt Voraussetzung für den Eigenbedarf. Der Vermieter benötigt die Wohnung für sich oder Dritte. Diese Voraussetzung unterteilt sich quasi in drei einzelne Fallgruppen, von denen eine gegeben sein muss. Erste, einfachste Fallgruppe: der Vermieter benötigt die Wohnung zur Eigennutzung, also für sich selbst. Er möchte dort einziehen. Hier muss diese Eigennutzung bei der Eigenbedarfskündigung im Vordergrund stehen. Es ist nicht schlimm, wenn, zumindest sagt das die derzeitige Rechtsprechung, wenn da noch andere Gründe mit einer Rolle spielen, wenn der Vermieter also mit weiteren Personen da einziehen will. Auch dann, wenn er sogar nur einen Teil der Wohnung selbst nutzen will und den Rest vielleicht sogar vermieten will an Feriengäste oder so, ist ja gerade in Großstädten im Moment sehr beliebt, dann geht das auch. Wichtig ist allerdings, dass die Eigennutzung im Vordergrund stehen muss. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn der Vermieter noch eine andere Wohnung hat. Also niemand kann Vermietern vorschreiben, auf wie viel Quadratmetern sie wohnen können. Nur dann, wenn das Ganze sehr unglaubwürdig wird oder eben einfach nicht mehr nachvollziehbar ist, dann haben Sie als Mieter unter diesem Aspekt auch eine Chance, gegen die Eigenbedarfskündigung erfolgreich sich zur Wehr zu setzen. Also es gibt so Grenzfälle, die von den Gerichten entschieden wurden, wenn jemand die Wohnung zum Beispiel für sich und benötigt, um da einmal im Monat seine Tochter für ein, zwei Tage zu treffen. Das sind so Sachen, wo sicher das dann sehr stark auf den Einzelfall ankommt. Aber so der Klassiker, der Vermieter will da selbst einziehen, da ist dann unter diesem Aspekt jedenfalls in der Regel wenig zu machen. Eine weitere Alternative ist, dass der Mieter nicht selbst einziehen will, sondern die Wohnung für Personen, die zu seinem Haushalt gehören, nutzen will. Hier ist wichtig, dass es sich um Personen handelt, die auf Dauer mit dem Vermieter in einer häuslichen Gemeinschaft leben. Es kommt dann nicht so sehr darauf an, was für Personen das sind. Also der Butler geht, der Dienstmädchen, soweit es heute sowas noch gibt, das Au-pair-Mädchen oder der Au-pair-Junge, das geht alles. Auch die Reinigungskraft, das sind alles Sachen, also Personen, nicht Sachen, sondern Personen, die zum Haushalt des Vermieters gehören können. Wichtig ist natürlich, dass es auch wirklich der Fall ist und dass für diese Personen dass der Eigenbedarf geltend gemacht wird. Wobei man immer sehen muss, der Vermieter kann natürlich alternativ hier den Eigenbedarf auch noch darauf stützen, dass er die eben selber für sich benötigt, weil er eben hier noch zusätzliche Personen aufnehmen muss. Man muss dann immer genau prüfen, unter welche Variante das Ganze hier fällt. Dritte Fallgruppe, die in der letzten Zeit sehr viel diskutiert wurde, ist der Fall Nutzung für Familienangehörige. Darauf greifen Vermieter dann gern zurück, wenn sie selber nicht vor Ort sind, also gar nicht nutzen können. Dann gibt es da plötzlich eine Tochter oder einen Sohn, der in dieser Stadt, in der die Wohnung liegt, studieren will. Das sind solche Fälle. Hier wird genau geprüft, ob es denn Familienangehörige sind, die hier vom Gesetzgeber auch wirklich gemeint sind. Da sagt die Rechtsprechung, das reicht nicht aus, dass es irgendein Familienangehöriger ist. Also irgendeine entfernte Blutsverwandtschaft, der Neffe des Großonkels und von dem dann die Schwägerin, das geht irgendwie nicht. Sondern es muss ein etwas engerer Kreis sein, der hier von der Rechtsprechung berücksichtigt wird. Sogenannte enge Familienangehörige fallen darunter, wie Ehegatten, Kinder, Eltern, Geschwister, Enkelkinder, Stiefkinder, Schwiegereltern, Schwager, Schwägerin, Neffe, Nichte. Für die ist durchentschieden worden, auch höchstrichterlich, soweit ich das hier überblicke, dass das immer enge Familienangehörige sind, für die Eigenbedarf geltend gemacht werden kann. Entferntere Familienangehörige, also solche, die nicht zu den Engen gehören, da
muss dann immer noch irgendwie ein besonderes Näheverhältnis hinzutreten. Da sagt der Bundesgerichtshof, da muss eben mehr da sein. Da reicht die reine Verwandtschaft nicht bei diesen entfernteren Verwandten. Also man muss denen zum Beispiel aus irgendwelchen sittlichen Pflichten heraus zu etwas verpflichtet sein. Nehmen wir mal an, ich habe eine uralte Großtante, die würde ja nicht zu der engeren Familie gehören, aber die hat mich als Kind jahrelang gepflegt und jetzt ist sie selber pflegebedürftig geworden. Da werde ich sicher dann für die den Eigenbedarf geltend machen können. Problemfall ist hier immer der geschiedene Ehegatte, der gehört ja auch nicht mehr zu den Familienangehörigen, aber da kann ja der Vermieter immer sagen, ich benötige die Wohnung für mich selbst, weil ich da noch eine Frau habe, die ich irgendwie unterbringen muss, weil sie mir nicht allzu sehr auf der Tasche liegt. Also das geht auch. Solche Fälle, die laufen dann nicht unter dem Thema Eigenbedarf für Familienangehörige, sondern quasi Eigenbedarf, das ist der eigene Eigenbedarf des Vermieters. Und damit dann auch begründbar, wenn das zum Beispiel in einer anderen Stadt ist. Dann kann er halt einfach sagen, ich brauche da noch eine Wohnung, damit ich da meine Ex drin wohnen lassen kann. Dankeschön.